Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Im letzten Part haben wir ziemlich viel Scheiße gebaut und die ganzen Tusken angemacht, aber sie wollen nichts mit uns zu tun haben, deswegen werden wir sie alle töten. So. Das ist nämlich eine Kurzschutzreaktion, das ist aber okay. Oh, es wird Langzeitkrieg mit Tasnika. Hört sich lecker. Tasnika, da geht die weg. Schumps. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen ins Café, Blackie. Ich habe Lust auf einen Tasse drin, Kaffee. Oder nicht? Nein. Das ist doch dieses Rebellending gewesen. Sieht das aus wie ein Rebellending für dich, du? Ja, blöd. Da waren wir schon. Nein, wir waren oben rechts in dem Gebäude, du Genie, oder? Nein, wir waren hier stimmt, drin. Stimmt, waren wir echt? Stimmt, echt? Nee, waren wir nicht da drin. Da ist der Shop drin. Waren wir in beiden schon? Alter, drin? Das war vor 5 Minuten. Nein, das ist 10 her. Oder 15. Also wow. Ich finde, da habe ich das mal vergessen. Ja, dann gehen wir mal weiter. Genau, hier ist das Ding zum Schlafen. Obwohl, wir können uns auch schlafen legen. Das ist gar keine blöde Idee. Können wir uns Mana wieder regenerieren. Und ich meine 28 Leben. Ich finde, das ist viel wichtiger als Mana. 120. Alter, 120. Alter, 100. Alter. Hey, da geht's runter. Ehrlich, bei 300, ne, möchte ich aber ein Happy End am nächsten Morgen erwarten. Ne? Das geht ja gar nicht. Das ist aber schlecht, wenn ich dir jetzt verrate, dass es 300 nicht geben wird. Ja, das ist aber okay. Ich glaube, hier unten gab's. What? Gefängnisse? Nein! Oh, Bertie! Bertram, der Mächtige! Bertram? Aber ich glaube, wir haben alle, oder? Jo, lang bleibe ich hier nicht mehr! Du bist ein gutes Recht, Bertie. Lang bleibe ich hier nicht mehr, du bist am Ende des Spiels! So, was müssen wir eigentlich machen? Gehen wir mal hier rein und erkundigen uns mal bei den Leuten, was hier eigentlich so los ist. Blabla, Imperium böse, blabla. Ja, unter dem Korall drin im Süden ist etwas. Korallen. Und das weißt du woher, weil du Schnorchel und Taucher bist oder was? Die Programmierer haben es mir gesagt. Kann ich dasselbe Haus, oder? Nein. Ich nehme nur Privatpatienten. Mhm. Alter, wenn ich mit dir fertig bin, bist du Privatpatient. Was ist das? Willkommen in der Hauptstadt des Imperiums. Dieses Bomben habe ich von Heidi. Sie ist irgendwo bei einem Ruin. Ach stimmt, wir sind Ruin und so Hagen wieder sein. Ach, erstmal Hagen ins Gesicht treten. Oh, die Musik. Ich habe meine Waffe. Ich habe Angst. Wie sind das? Alter, ist schon wieder so hässliche Ruin. Kam auch nicht auf die Idee, mal einen neuen Architekten zu besorgen, ne? Da oben ist eine Kiste. Das ist kein Orb. Das ist, ein Orb. Alter, ich wette mit dir, dass das ein Orb ist. Guck mal, die kennen wir doch. Alter. Heidi! Darauf! Bist du okay, Heidi? Punkt, ah, okay, Punkt, ja. Punkt. Ich bin ja zu cool. Verschwindet! Wow. Oh, bitte. Oh, Alter. Wow, Alter. Yo. Yo, Bitch. Du spannst nicht mein Freund aus, okay? Alter. Du lügst. Hättest du wohl gerne, hä? Oh, sie ist voll die Bitch, ey. Ja, sie ist doch voll die Bitch. Krass, Mann. Psch. Oh. Bitch Slap. Oh yeah, mit der Axt. Oh, oh Heidi, Heidi. Deine Welt ist das Anomase, Kerker. Ah, komm schon, wir bringen sie zu Sarah. Dem machen wir einen Dreier dann. Komm schon, Ego Bär! Nur Sarah kann dich jetzt noch aufhalten. Ego Bär! Das ist, was mir gefällt. Ego Bär! Ja. What's up? Wie sie schaut, deine, siehst du, der Ego-Bär, wie er schaut? Voll mit dem Mund so, oh yeah, I'm ready. Oh, oh. Blackie, was ist los? Blowjob face incoming. Schnell, Sarah, du musst ihr helfen. Okay, ich bringe sie zu unserem Arzt. Aber oh, der nimmt nur Privatpatienten. Beeil dich. Ja, keine Panik, helf ihr, lieber Hagen. Sie ist kein Privatpatient, jetzt muss sie sterben. Okay, machen wir. Okay. Ich werde mich jetzt um Hagen kümmern.
Warum sieht sie so zugerichtet aus? Ich habe sie geschlagen. Mit einer Axt. Ich mag die Musik. So, schauen wir mal hier hoch. It's another chest. Also ich finde es schön, dass sie der Symmetrie wegen zwei Truhen hinstellen. In einer davon ist nur Bullshit, das sag ich jetzt schon. Das sind beide Truhen voll mit Orbs und wir holen uns jetzt gleich mal die Orbs. Disco-Zombie, Alter, Disco. Das ist ein Disco-Cooper. Alter, pass mal auf, wie ich ihn jetzt voll die Harpunen ins Gesicht schmeiß und... BAM! Alter, Disco-Boku, Alter. Ding-a-ling-a-ling-a-Alter. Nein, der Spawn ist aber keine Arschwicher. Du Bitch. Kraftwasser Stufe 6. Willst du mich verarschen? Ich spiele sie gerade bei Stufe 4. So, nicht Arschloch. Wow. Jawoll. Ja, Respekt. Gleich mal hier rein ins Türchen. Wow, da ist der Teufel. Ich habe ihn erledigt. Scheiße. Das ist die einzig richtige Reaktion, wenn man einen neuen Gegner sieht. Oh, da ist der. Schnell, die mächtigste Attacke. Erstmal One-Hitten. Erstmal One-Shot. Oh, Scheiße. Alter, Kackfit. Nö, ist okay. Ich finde die Fledermäuse auch super, weil man sie so gut treffen. Das bringt auch so viel. Meine Fresse, noch eins. Dodge mir jeden Scheiß. Oh yeah. Warte. Die machen wir so fertig. Lad auf. Bis dahin bin ich fünfmal falsch, sag ich jetzt schon. Nee, weil die sind benebelt. Hast du sehr schön gemacht mit deinem Mickey Mouse Ballon, ich schwöre es dir. Und ja, das ist auch benebelt. Und ich bin begeistert, dass du da Mickey Mouse Ballon siehst du? Anhängst. Siehst du? Ja, komm. Ich bin halt einfach. Ja, komm, was? Ich höre nichts. Oh nein, die Viecher waren noch immun gegen alles, oder? Naja, fast gegen alles. Du hast Schaden an dem gemacht, oder? Ich doch nicht, ich lade doch auf. An dem habe ich Schaden gemacht, und zwar nicht unbedingt zu knapp. Siehst du, wie er tot ist? Alter, wir sind voll mächtig! Wir sind too strong geworden, Alter. Aber gegen den Disco-Zombie haben wir keine Chance. Ja, da tut mich ja... keine Chance, stirb! Boah, ich geh voll langsam. Eine. Ist ein Orb. Alter, das ist ein Orb, Mann! GG. Hab ich geklappt. Disco-Zombies, noch mehr. Keine Chance, Alter. Wieso treffe ich den gerade einfach nicht? Ah, jetzt. So, der müsste ohne trotzdem Scheiß, zählen. Der Zombie macht den Moonwalk, Alter. Das ist ein Disco-Zombie. Ich hab den gewone-shottet, hast du es gesehen? Boah, hast du gesehen, wie böse der schaut, wenn er springt? Boah, ja, der hat ja voll die grantige Fresse. Ja, warte, den benebel ich wieder. Aufladen. Alter, Stufe 4, ich hab's gerade aufgelevelt. Geile Sache. Erstmal auf Stufe 4 warten und dann... Mega-Axt-Super-Kombo! Und ist tot. Wow, befinden wir uns im Kindergarten. Mega Axt Super Combo, was laberst du? Du kannst froh sein, dass ich kein Mega Sock beschworen habe, okay, Freunde? Wie ich einfach zwei permanent im Stunlock halten kann mit meinen Benebeln. Stunlock, wo sind wir denn hier? Bei 4W? Mach weg. Als Maul, Mann, wir sind halt die neumodischen Zocker, die so heftige alte Spiele spielen. Und wir können sie nur schaffen, wenn wir... Was machst du denn? Wieso redest du so viel, Becky? Ich kann dir nicht mehr lange zuhören, was? Wir sind halt neumodische Zocker. Wir sind halt so Games gewohnt und so, ne? Und... Hofer daneben. Bam! Oha. Die Musik hat voll die Aussetzer. Ja, das stimmt. Ich bin mal ganz kurz. Geh mal auf die rechte Seite rüber. Ich bin gleich wieder da. Ich muss dich kurz allein lassen in meinem Let's Play. Ja, mach ich gerne, also. Jetzt mal neue Spielregeln, wenn Becky gleich wiederkommt, ne? Ich hab nichts mehr zu sagen. Gar nichts.
So, sorry, jetzt bin ich wieder da. Ja, also Blacky, ich und die Zuschauer haben gerade abgestimmt, ne? Genau. Also die Zuschauer machen das natürlich erst im Nachhinein. Du hast nichts mehr zu sagen, das hast du vor meinem Let's Play. Und die geht jetzt bitte. Okay. Ja, die Chefin wollte rein, deswegen. Die Chefin ist gerade nach Hause gekommen und die wollte rein. Also bist du nicht mehr zu Hause in meinem Haus, Alter. Nicht mehr ja, im Let's Play, nicht mehr zu Hause. Meine Katze ist meine Katze halt, ne? Wo bist du jetzt überhaupt noch Chef, Blacky? Nicht in einem Let's Play, nicht also, zu Hause. Katzen haben ja keine Härchen, nicht haben auf die Arbeit. Hey, meine Waffe ist maximal. Ja, läuft bei dir. So, dann haben wir die Axt. Ja, und den Kometenschwert. Die Lanze, noch. Die Lanze. Oder? Axt. Ich brauch 3 Waffen. Was hast denn du gerade? Du kleiner Penner, du hast das. Hm. Nimm ich halt die Axt. Ha! Nimm du das doch. Ist mir egal, ich will's gar nicht. Mips Waffenleveling ist gestiegen. Die braucht Kometenschweif und die Harpune. Ja, dann soll sie mal die Harpune leveln, weil da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, Harpune. Ich habe sie gerade bei mir einmal gelevelt, das reicht mir. Wobei die Gasharpune. So toll. Titanrüstung. Ah, ich würde sagen Magic Fingers, Alter, ne? Die ist voll schlecht, nur so nebenbei. Und ich kann sie nicht tragen. Willst du schauen, ob du sie tragen kannst? Better get on my level. Ich hab mein Bikini, Alter, ohne Scheiß. Boah, geil, Magic Hands, Mann. Magic Fingers, dachte ich, du Blöde. Zumindest mal auch nicht zu, okay? Ach, schlau. Piu. Boah, komm. Echt jetzt? Wow! Das hat über 50 Schaden gemacht. Was für Geräusche gemacht? Ich bin tot! Yo, es geht ab. Wie ein schlechter Staubsauger. Oh, nicht wie schlecht. Disco-Zombie, wir haben keine Chance, Blacky. Wir müssen den Thriller tanzen. Hast halt mein Move. Weißt du, wenn du einmal. einfach geskippt, einfach geskippt. Voll auf den Sack, aber nö, wir gehen einfach. Wow, echt? 41? Bei so einem Triple-Mega-Move? Ah, jetzt hat. Wow. Manchmal habe ich das Gefühl, die aufgeladenen Attacken lohnen sich einen Scheißdreck. Das lohnt sich nur dann nicht, wenn irgendein Pisser eine Sekunde vorher draufhaut. Der Pisser bist meistens du, wenn ich auflade. Ja, Blacky, so geht's mir auch. Orb. Ist da keine Ausnahme, ne? Den Orb hol ich mir. Kleines Special Snowflake. Bogen-Orb. Oh, Alter, ist echt ein Orb. Natürlich ist es, ich wusste. Okay, ich bin begeistert. Ah, du bist jetzt still, weil ich recht hatte und du Penner bist. Was bist du jetzt so, Alter? Früher warst du mal cool, ne? Was? Ich war echt mal cool, danke. Das ist das Letzte, was mir jemand zu mir gesagt hat. Früher warst du mal cool. Ja, mittlerweile bist du einfach nur noch ein Arsch. Einfach nur noch durch. Dabru! Bam! Ich finde das auch einfach nicht witzig, halt auf die Schnauze. Okay. Ich bin Blacky, ich sag einfach mal okay. 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 Was, du bist Gebieter. Du dreckiges Dreckauge. Ja, Meister. Jetzt mal Butter bei die Fische, ne? Jetzt nochmal die Platte. So, Last Hit, Last Hit und Last Hit. Du weißt doch nicht mehr, wie Last Hit geschrieben wird, okay? Vor dem hier. Egal, ich kann trotzdem, ey. So. Wie ich einfach alles blocke. Oh, das ist nice, Mips. Tut mal das Auge, das die ganzen Viecher produziert, einfach mal benehmen. Produziert? Ey, produzierst du mich oder was? Produzierst du mich oder was? Ego Bears Waffenlevel ist gestiegen. Better get on my level. Alter, wie machst du das? Ich möchte es von dir lernen, hey. Ich komm zu dich nach Hause, dann zeigst du mir, wie das geht, ey. Er schenkt doch ganz andere Sachen, Freundchen. So, was? Dir fehlen nur noch 3? Bist du weiter als ich? Kometenschweif fehlt noch. Nee, Kometenschweif fehlt noch. Mir Metallbogen fehlt und Gasharpune. Ja. Was, dir fehlen nur noch 3? Ich bin geiler als du. Du bist weiter als ich? Das glaube ich nicht. Ich hab 1, 2. Boah, ich brauch noch 4.
Holy, Alter. Du bist weiter als ich. Ich sag ja, better get on my level, Alter. Ich bin verwirrt, ich bin von Efeu umgeben und ich weiß nicht, warum Efeu hier ist, deswegen bin ich so verwirrt. Was macht das Efeu in diesem Gebäude, in diesem Ruin? Du rennst, glaube ich, langsamer mit Efeu. Nee. Das ist warte. Erstmal gehen wir hier rein. Da haben wir bestimmt wieder jede Menge nichts. Nicht mal Tassen haben die hier. Das kann nur scheiße sein, ganz ehrlich, sollten wir gehen. Macht keinen Spaß hier. Andere Seite. Oh. So, schauen wir mal, was hier ist. Hier ist ein Haufen. Noch mehr nichts. Geil, Alter. Sollen wir Miep opfern? ich opfer beide, so sieht's aus. Du kannst mich hier opfern, Alter. Ich hab bitte so viel Skill für dich, ey. Ja, dein Skill ist Wahnsinn. So, gehen wir weiter durch die Tür. Das kannst du mit dem Skill zumindest. So. Ich will Hagen jetzt töten. Ich möchte Hagen bitte tot sehen. Ich mag Hagen gar nicht. So. Einfach beide zusammenschieben und draufklotzen mit dem aufgeladenen Angriff. Ich finde, das Gegnerschieben ist immer noch das allerbeste in diesem verdammten Spiel. Schiebung! Angst jetzt ist benebelt. Alter, MIP-K ist ja weg. Was soll denn das? Ach, geht mal gar nichts. Kann ich mir auch nicht ein Butterbrot schmieren, ne? Hat das überhaupt nicht gezählt? Nein. Na, Alter, könnt ihr einfach mal aufhören, mich zu fokussen? Wobei, die wissen halt einfach, was gut für sie ist. Einfach mal den Chef fokussen, dann passiert nichts. Du weißt schon, dass es das Normalfall so läuft, dass von S das schwächste Glied aus der Kette auseinander, ne? Deswegen immer dich. Ja, aber bist das schwächste... Nein. Das stärkste, nein, du bist das schwächste. Das stärkste Glied. Muss man zuerst töten. Das stärkste. Nein. Ich mache am meisten Damage, deswegen muss ich zuerst sterben. So sieht's aus. Du bist einfach Ballast, du fällst einfach im Cleave. Die versuchen eigentlich die ganze Zeit uns zu treffen, aber weil wir einfach so geil dodgen, weißt du? Sich ja, genau, weil du so geil dodgst. Ja, Alter. Ja. Also du musst nachher mal die Aufnahme ansehen, Becky, und dann siehst du einfach. Ja, genau, ich hab mir schon die erste. Überall dodge. Ja. Und weil ich so hart im Fokus bin, deswegen krieg ich die ganze Zeit so einen Sack. Du bist ein Depp. Ich hab mir die Aufnahmen angesehen. Wow. Wenn du von 5 Seiten angegriffen bist, Becky, ne? Ja, komm, hier irgendwie jetzt. Die können sich nicht teilen, gell? Wir töten erst den roten, dann den blauen. Ja, und dann teilt sich einer von den Pissern trotzdem. Hab ich ja Bock drauf. Ficken. Läuft das ja nicht, schätze dann, okay? Und die können sich hier nicht teilen, Arschlecken. Die konnten sich nicht teilen, weil es 3 verschiedene waren. Die konnten sich nicht aufteilen. Aber ja, jetzt können sie sich aufteilen, weil sie jetzt nur noch einer ist. Deswegen habe ich gesagt, töten wir erst den roten, dann den blauen und dann den grünen, weil der grüne der schwächste ist. Ach, das soll mir nicht stören. So, die sind jetzt tot. Oder? Nein. Was? Das sind Blutpuddings, Alter. Alter, Blut? Da kann ich mit meinem Fall Damage relativ wenig bis gar nichts gegen ausrichten. Ich wollte die eigentlich nur stunnen. Aber selbst das kann ich nicht mehr mit dem Scheiß. Da kümmert sich Miep drum. Wow! Miep, echt jetzt? Kommst du her, Kaktur her? Schokolade ist zu viel. Silberkette. Ach komm, Schatze. Was ist denn Silberkette schon wieder? Disco-Zombie. Disco. Oh mein, Surprise-Disco-Zombie. Das ist gesehen, einfach so aufgetaucht, hinter der Säule. Miep hat den einen, benebelt, als er gerade im Disco war, und jetzt ist er irgendwie da nicht mehr rausgekommen. Ich bin so Disco, ich kann nicht mehr anders. Disco ist mein Leben. Ey, Disco ist live, Disco ist live. Disco-Stew verschwindet nun im Nu. Aber da war eine Tür, ne? Ja, da gehen wir jetzt auch erstmal rein. Wollte ich gerade sagen. Weil ich nur schauen wollte, ob es da weitergeht. Hier, glaube ich, riecht's nach Waffenorb. Hast du es gesehen? 2 Fledermäuse in Reihe. Ich werfe meinen Boomerang da durch und die so... Das wird so geil, Mann. Ich finde ja, das passiert mir auch oft. Noch ein Altar, da können wir Mieb opfern. Weißt du, diese Räume, was soll das? Alter, viel zu viel MB frei. Viel zu viel MB frei, ja. Bäm!
Boah! Drei aufgeladener Crits, das ist einfach geil. Und die Axt erreicht Level 4. Das war auch ein würdiger Move für Axt. Ja, Bonbon. Schau mal, welches Level ich als nächstes. Kometenschweif hast du gerade, gell? Ja, kannst den Bogen nehmen, da können wir danach tauschen. Juhu, ich liebe den Bogen. Metallbogen. Ja. Du kannst doch die Orakelfaust nehmen, das darfst du jetzt aussuchen. Das war nicht so geplant. Weißt du, wie ich einfach alles one-shotte? Ach, leck mich doch am Arsch. Discus-Tew aber nicht. Discus-Tew ist auch zu cool. So, dann schauen wir mal. Er ist einfach viel zu metal für dich. Denn er geht in den Disco, Alter. Alter! Der hat meinen Angriff irgendwie... Siehst du das, wie ich ihn treffe und er einfach nicht will? Da, stirb! Wieder getötet, jawohl. Und last hit. Oh, doch nicht. Was, wie mein Pfeil durch sein Gesicht durchfliegt? Wie geht das? Ja, der ist halt... Das ist halt, ne? Da fällt mir Alex Gutes zu ein. Ach, leck mich doch am Arsch. Warte. Stopp, ich sehe gerade. Doch, ist Flammenband, ne? Alle, komm. Du musst einfach nur die Angriffe aufladen und dann einfach sagen, so, stirb beide zusammen. Oh, stimmt, ich kann so viel von dir lernen. Der Bogen ist gar nicht mal so schlecht. Ich treffe gerade richtig gut mit dem. Dann heirat ihn doch, Arschloch. Wow, wo kam das jetzt her? Siehst du, wie tief aus meiner Seele, der für eine voller Hass mit dir ist. Der Bogen ist gar nicht scheiße. Dann heirat ihn doch, Arschloch. Wow. Ist ein Ort drin. Meine Kiste. Ich sehe, wie du triffst mit dem Bogen. Der war jetzt nicht getroffen, das stimmt. Das war jetzt aber auch. Und der eine ging einfach nach oben an die Mauer, weil der war gut. Aber ich kann es raten, dürfte Blackie heiraten den Bogen, ganz ehrlich. Jetzt genau so fällig wie du. Jetzt schauen wir erstmal hier runter. Wie einfach alle Schüsse treffen, aber es einfach keinen Schaden macht, weil die gerade irgendeinen Rotz machen. Da! Ja, Laser Inferno. Ich gebe einen Scheiß auf dein Laser Inferno. Ich mache mein eigenes Inferno mit Blackjack und Nutten. Blackjack und Nutten. So. Kannst du mal dieses dumme Auge töten? Ich rede von dem hässlichen. Da mach's ich. Nein, man sieht zwei hässliche Augen. Das ist easy. Siehst du, das meine ich. Ich habe hier einfach die Skills gepachtet. Siehst du's? Warte. Okay. Das ist schon wieder so ein Raum, ne, wo ich mir denke, krieg dich. Nein. Danke. Einfach nur nein. Wie kann diese eine Wolke 108 und... Ach man, das waren zwei verschiedene Wolken, ne? Ja. Jetzt hat sich Ernst aufgeteilt. Ich ja, und der Tote, der kriegt natürlich den Schaden. Jetzt pass mal auf, warte. Und Mega-Hyper-Mega-Bogen. Oh. Wir benutzen keine Kinder, wir sind viel zu erwachsen dafür für unsere Angriffe. Leck mich, Blacky. Mega Hyperbogen. Bam! Da hat der aufgeladene Angriff ihn einfach. Ey, wir müssen den Raum nochmal zurück, das ist ja klar, ne? Yeah, ich freue mich. Geht's ja weiter oder sind wir gerade hier in dem. Ich glaube, geht's weiter. Wenn ich raten müsste, aber. Oh du Low. Siehst du, die wollten schwer mich treffen, haben aber nicht außerdem mitgetroffen, weil du einfach
Ne, falsche Position, Blackie. So. Alter, was ist eventuell das hier? Eventuell ist es doch okay. Den Schalter ist da drunter. Ich weiß nicht, was der macht, aber der Schalter drunter. So, und jetzt würde ich sagen... GG. Jawoll! Ein seltsames Geräusch. Ist aber blau verbrüht. Ich frag mich, was wir jetzt getriggert haben. Der kommt nicht zum Teilen. Ha! Gut gemacht. Wieso nicht mit mir, ne? Als Skillträger hier. Du greifst den und rechts an. Den rechten, ja. So muss das. Sehr schön. So. Und, oh Gott, rechts schon wieder dieses Auge. Dumme Auge. Dreckiges Auge. Alter! Hast du gesehen, mit dem Bogen One-Shot ich einfach alles? Damit One-Shot ich den LK-Mann. Alter, den One-Shotte ich. Das hast du gesehen? Ich habe gerade zwei gewone-shottet. Ja, ne, bist mein Held. Das geht verwirklichen mit dem Bogen. Kauf den Eis. Wenn du ihn auflädst, dann kannst du nämlich zwei Pfeile schießen. Ja, ich schieße auch zwei, komisch. Ich werfe auch zwei Boomerange. Aber was deine gehen sowieso durch die Gegner durch. Das verstehe ich sowieso nicht, was das beim Boomerang für Sinn macht. Boah, können diese Viecher nicht einfach verrecken? Weißt du, diese Beschwörungsmonster sind so ein Rotz. Komm, du triffst ihn einfach zum Verrecken nicht. Außer du hast Blackie und hast wieder Überlack, weil du einfach kacke bist. Was? Was? Das heißt dir Überlack? Ich bin eine höhere... Ja, stimmt. Ich hab vergessen, du hast den Skill gepachtet. Ja. Ich habe eine Präsenz. Und diese Präsenz heißt... Stier! Lack. Der Bogen ist geil. Der macht gerade voll Spaß. Ja, bist du mal fertig, dann krieg ich den, ne? Jetzt willst du auch, oder? Nein, ich will nicht, ich will nur, dass du ihn nicht hast. Warum? Alles andere ist mir egal. Warum? Mann, ich hab das Glück, ich hab den Skill gepachtet, Mann. Ja, merke ich, ne? Hey, was sind Zauber? Keine Ahnung. Der ist tot, Mann, ich habe ihn einmal getroffen. Siehst du? Es war zwar nicht mein Damage, aber egal. So, wollen wir hier runter oder? Ich nee, glaub, warte. Noch was? Oben war, glaube ich, noch was. Eben. Ich glaube auch. So, von da kam er, also nach da. Boah, er will gar nicht kämpfen. Er will gar. Nee, nicht in die komischen Augen. Orb Nummer 3. Ein Orb. Schwert. Alter, ohne Scheiß, wie kann man so viel Lack haben? Das ist abartig. Was heißt hier Lack? Du wusstest das nach 100 Pro. Natürlich wusste ich das, weil ich einfach... Ich hab das Spiel gemacht, Mann. Ego, das Waffenlevel ist gestiegen. Das gibt's doch nicht. Wieso levelst du so schnell? Ich sag ja immer noch, Blacky, get on my freaking level. Jetzt wird die Lanze voll vorhin geworfen. Ach, komm schon. Nö, ich find's auch echt... ziemlich cool, wenn ich mal treffen würde, der ist es doch. Boah, alter, geil. Nein. Ach komm schon, das dreckige Auge weg. Wieso? Wieso tust du mir so ein Bullshit an? Ich will den Bogen jetzt gelevelt haben. Ja, ich möchte auch so vieles. Trotzdem möchte ich es nicht unbedingt mit irgendwelchen Gürbelauen zu tun haben. Hast du es gesehen? Ja, das war ich. Das waren wir beide. Wir haben beide gleich geworfen und haben beide zwei Projektile auf diese Gegner gefickt. Also im Prinzip, war es mein Verdienst. Sehe ich das richtig? Also ich war das. Ich alleine. Ich alleine. Ich! Ich! Meins! In meinem Lexikon kommt nur ein Wort vor. Ich! Das heißt Ego. Eventuell noch Bär und Wal und ich weiß noch nicht, welches noch. Bist du fertig? Ja. Als nächstes kommt... Kometenschweif. Und Orakelklaue. Ich mag aber...
den Kometenschweif leveln. Vielleicht auch mit dem richtigen Char. So, dann nehmen wir den Schweif und schweifen mal die Gegner um. Du schweifst schon wieder ab. Ist mein Haarschweif nicht schön? Hinter euch ist eine Tür erschienen. Wow. Hinter dir. Da falle ich nicht drauf rein. Was? Kack, Drecksblub. Los, friere die ein. Mach, gib Gas. Postschaden drauf. Go. Die können gar nichts machen. Schau mal an. Die können einfach... Die können auch nichts machen. Die sind einfach benebelt. Von deiner Harpune, Mann. Die sind benebelt von dir. Because Ego too fucking strong. Ego too OP. Better nerf Ego. Better nerf Ego. Bist du blöd, Mann. Better nerf me. Schokolade. Ah, instant hier benebelt. Hast du gesehen? Sag ja, better nerf. ja, natürlich, ohne dich. Ohne dich wäre ich ja noch im Quelldorf. Oh, leck mich. Jetzt bin ich nochmal hoch. Egal. Leck mich. Siehst du, nix dein Skill, ey. Du bist so blöd, Mann. Also, ich denke, jeder, der das zielt, wird sich jetzt denken, Alter, der Ego, ne? Der hat Skill, der Blackie, der ist einfach nur Ballast. Ja, auf jeden Fall. Die fragen sich jetzt gerade so, boah, warum zockt der Ego ab mit diesem Lappen von Blackie? Und da muss ich euch sagen, Leute, ich bin einfach sehr sozial. Ja, du bist der Sozialste. Ich weiß, der Blackie würde ohne mich nicht weit kommen. Weißt du, unter den Asozialen bist du der König der Sozialen. Eben. Was? Als geht es über Blackie, wenn ich so ein schwieriges Projekt wie Secret of Mana anfangen. Wie gesagt, Alter, Blackie, ohne mich schaffst du das nicht. Wenn du es schwer haben wolltest, hätten wir die Secret of Mana Challenge gespielt, wo du einen Hack spielst, wo die Gegner unendlich schwer sind. Da gibt's Gegner, die so normale Gegner, die besiegst du kaum, weil die so viel Schaden machen und weil die so viel Resistenzen haben und so weiter. Boah, hätte ich voll Bock drauf. Nicht. Nee, überhaupt nicht. Das ist so strong. Da gibt's Gegner, wo da hat einer als Kommentar so geschrieben, irgendwie so, wow, ich habe einen von denen besiegt, hätte ich nicht gedacht. Einen von diesen Gegnern. Das wurde denkst du, was? Wie einen, na und? Aber es scheint ziemlich schwer zu sein. Ziemlich hart. Weißt du, was noch hart ist? Eiche. Eiche in meiner Hose. So, dann schauen wir mal. Oh Gott, wir sind immer noch... Dieser Tempel ist irgendwie... Die werden immer länger, habe ich das Gefühl, statt kürzer. Nee, also warte kurz. Willst du sagen, dass im Laufe des Spiels die Dinge länger werden und schwieriger? Was? Jetzt mach dich nicht lächerlich, Blackie, ne? Nachher denken die Leute noch, du meinst es ernst. Jetzt habe ich den Angriff aufgeladen. Ich wehe, in diesem Raum sind keine Gegner mehr. Da. Hab's direkt benebelt, nur für dich. Weil hier was sonst hier nie. Alter, fucking Laser-Inferno. Mir bereicht Level 35. Immer in die Mitte. Ja, ich bin noch nicht verletzt, ich heil mich mal. Wir versuchen den Gegner mal ohne Ding zu schaffen. Ohne Magie? Ja, das bin ich. Also, ohne Schaden zwar geht, meinst du, ne? Ja. Können wir Schaden drauf machen, wenn das Viech nicht das Auge offen hat? Nein. Jetzt. Ja, ich war noch nicht aufgeladen, jetzt. Alter, es heilt sich einfach mehr, wie wir Schaden machen können. Das ist so ein mieses Drecksvieh. Ach. Das hat mich natürlich die Waffe. Dann was machst du denn? Eine andere Waffe. Egal, die stärker ist als jetzt momentan. Das ist halt Überraschung, die aussieht. Och, ich brauche ein bisschen, bis ich auf die aufgeladen bin. Ach du Scheiße, 4 schon. Ah, sehr schön. Gut gemacht. Ah!
Das Auge rechts kann man auch angreifen? Ja, du kannst alles angreifen. Alter, im Sprung! Natürlich! Komm, 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 auf. Geh auf, geh auf. Es hat halt nur so kurz diese Vagina offen. Das ist so nervig. Jetzt mach hin. Vagina genannt. 360, ey. Och, willst du mich veralbern, ey? Mach mal eine Analyse auf das Auge. Blitz. Lol. Ich geh mit einem ganz kurzen Walnussbutton. Ich glaube, das ist auch nicht der schlechteste Moment, weil wenn wir jetzt echt hier bräuchten und ich 2 Stunden dafür brauche, ist doof. 2 Stunden kannst du nicht brauchen. Weil wenn du zu lang für den Gegner brauchst, gehst du automatisch Game Over. Echt? Jo. Gut zu wissen. Siehst du hier unten... Ach, hier sind gar keine Stacheln. Nee, dann war das nur bei der ersten. Wie viel Leben hat sie jetzt noch gehabt? Ich hab das nicht gesehen. Ich hab nicht abgeachtet. Wie es einfach kommt, einen verdammten Heilzauber macht, KP über 1000 noch. Alter. Ja, ich dachte es auch gerade. Langsam ist es lächerlich. Das war nicht effektiv. Aufgrund der Tatsache, dass es Energiesuck macht, genau, würde ich echt mit Erdangriffen arbeiten. Juwelenregen ins Auge, das hört sich doch gut an. Mhm. Das heißt, wir kaum Energie verlieren. Ja, wobei 135 jetzt auch nicht die Welt ist, ne? Mach du erstmal durch. Froster, wie es aussieht. Ich muss sowieso noch alles mit dir eigentlich leveln. Wir tun wieder viel zu wenig Casten nebenbei. Sonst den Rest schaffen wir auch so. Ist es denn wahr? Ich glaube, es ist besser, wenn wir die... Ich glaube, man kann die Nebenaugen besiegen. Ja, und dann ist es, glaube ich, einfacher irgendwie. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie der Boss dann hundertprozentig funktioniert. Egal, die Mauer ist tot und wir haben jetzt 4 Orbs hier in diesem Tempel bekommen mit dem. Kann nicht sein, dass mir das stört. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Oh yeah, Fleisch. Domina Orb erhalten. Jetzt noch Fleischpeitsche gekriegt. Warte, 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 bevor du was machst. Mach gar nicht. Hua, hua, hua. Stirb, Kartoffel. Haken! Ja, so heiße ich. Ego-Bär. Endlich. Das ist ein Traum. Ein romantischer Augenblick. Ego-Bär, endlich. Es geht dir gut. Packt er mich gerade? Was macht er denn hier? Oh. Hey, was machst du? Sie gehört mir. Was hast du vor? Tantalus braucht ihre Hilfe. Hat er mich jetzt gerade weggesnackt? Oh yeah. Hagen, ich dachte, du liebst sie. Na warte, du Shift. Ouch. Ego-Bär. Ego-Bär, ah! Das habe ich gebraucht. Es tut mir leid. Hilf ihr, Blackie. Was ist so... Hä? Geht doch durch die Tür hinter mir. Ego-Bär ist hinüber. Warte, jetzt erkunden wir erstmal hier.
Also der hat mich gerade aufs Schiff gesnackt zu Tantalus. Nachdem ich ihn einmal, nachdem wir ihm einmal ins Gesicht gebitchslappt haben, meinte so, nee, oh ja, das hab ich gebraucht. Er hat dich ins Gesicht gebitchslappt, nicht du ihn. Oh no! Aha. Tantalus! Ego-Bär! Ah! Wie sollen sie kommen schon her werden? Na, warte, Tantalus mach ich. Tantalus ist der okay, coolste, okay. Den mach ich. Bleibt, wo ihr seid. Gut. Sie hat sehr viel Lebensen. Was zum. Aufhören. Nein. Dieses Licht. Ich bin allergisch gegen Gelb. Wo bin ich? Ego-Bär lebt. Tatsächlich! Unglaublich! Oh, das ist Hagen. Er hat ihr seine Lebenskraft übertragen. Was glaubt ihr eigentlich, mit wem ihr es hier zu tun habt? Jetzt reicht's mir mit euch. Panikmaster! Ich schicke dich in den Kampf! Oh yeah! Aha! Also gehst du nochmal so. Ey. Batman! Batman. Oh, 8 Damage. Scheiße. Und noch 8 Damage. Der ist zwar nur angreifbar, wenn er hier sein Cape offen hat. Und nochmal freaking Energiesog. Oh, und er hat sein Cape nie offen. Ja, mach mal dein Cape auf. Wow, das ist so kurz offen. Und genau in dem Augenblick castet der auf mich. 18. Der ist cool, ne? Okay, machen wir das anders. Bitte, danke. Fick die, du dreckiges Miststück, ey. Okay, das macht schon mal 208 Schaden. Ach, Moment mal, dann machen wir schnell. Damit wir kein Mana wasten. So. So, dann schauen wir mal. Dann nehmen wir mal Feuer. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, wenn er außerhalb vom Bildschirm ist, dann unterbricht er den Zauber. Ja. Okay, das macht ja, das nicht so viel. Nein, nicht den Juwelenhagel. Lieber die Schlammbombe. Oh, das war gar nicht so schlecht. 212. Und natürlich heilt er sich. Dann haben wir Blitz. Ich glaube, Blitz war gegen den effektiv. Ich glaube, meine Fledermaus auch im ersten. Nee. Na. Dann haben wir noch einen anderen Blitz. Nein. Dann haben wir. Ich teste jetzt einfach alles durch, bis er tot ist. Am Schluss weiß ich, was effektiv ist. Das hat gar keinen Schaden gemacht. Doch, 213. Was haben wir denn noch so Schönes? Wir hätten noch Säureregen. Nein, auch nicht so wirklich. Dann, was haben wir noch denn so auf Lager? Juwelenregen, hey! Könnt ihr mal wieder landen? Okay, was haben wir denn noch? Den hatten wir, glaube ich, schon, den Orkanschub. Ja, den hatten wir schon. Das haben wir noch nicht gehabt. Einer der stärksten Feuerzauber. Was habe ich denn so? Für irgendwas Sinnvolles muss ja auch da sein.
Den könntest du machen. Ja, der müsste jetzt eh tot sein. Ja. Und dein Zauberlevel ist gestiegen. Nö, ich bin's bewusstlos, also. Ein Arsch! Alter, wie viel Leben hat der? Das gibt's doch gar nicht. Ich analysiere den jetzt gleich mal direkt. Ja, bis du den analysierst, ist der tot. Wie viel Leben hatte der? 2500. Ich glaube, der ist jetzt aber gleich tot. Der hat nicht mehr viel. Und das schaffen wir auch noch, weil ich habe jetzt keinen Mana mehr. Digga, meins reicht. Der müsste jetzt tot sein. Ja. Ja. Ey, was ein Nerv hier geht. Ja, der war stark. Der war, das war mal eine andere Hausnummer hier. Der, und damit sind es 5 Orts. Der war nicht mal stark. Der war ja nicht mal stark, der war einfach nur nervig. Also der hätte jetzt ja keinen großartigen Schaden gemacht. Der hätte wenig Schaden gemacht, ja, aber der ist fast nicht angreifbar. Ja, das ist super zum Kotzen. Und dann 2000 Verletzer. Weiter geht's. Boomerang-Orb erhalten. Alter, ich kann mal alle Waffen messen, ob er wenn ich sehr warte. 5, ja. 5 Stück. Was Hagen? Hagen! Hagen! Boah, jetzt hab ich schon Mitleid. Ego-Bär! Lass sie doch! Echt so, mit so vollem Windmann? Schniff! Schon gut, ich bin okay. Ich finde ihn noch. Bitte. Oh. Wir stehen hier voll rum. Das hätten wir auch noch ein paar Sekunden länger machen können. Das ist so eine halbe Stunde. Jetzt bist du ernsthaft runterlaufen, oder? Ja. Obwohl, nee. Na, nee, das machen wir nicht. Bleiben wir so Seile. Nee, komm. Damit wir das Wundertau auch mal verwendet haben. So, jetzt ist dir das Wundertau aussieht. Ah, fuck. Natürlich, das war der letzte Ausgang vom Tempel. Das heißt, wir müssen einmal. Aber das ist nicht schlimm. Ja, aber das ist okay. Das ist nicht schlimm. Wo rennst du denn hin? Erstmal. Waffe wieder ändern. Stimmt, ja, aber wir kämpfen jetzt sowieso nicht. Wir gehen jetzt in die Stadt und chillen ein bisschen. Wie viel Kohle haben wir eigentlich? Ach, egal. Bisschen. Werden wir gleich feststellen. Boah, der Part hat auch wieder lang gedauert, hey, heftig. Mein Ball sind alle, die es sehen wollen. So. Du rennst ja total. Rodadadada. Lauf schon mal vor, ich gehe durch die Wand. Achso, warte. Gar nicht. Möchte ich die Wand laufen. Mann. Oh, verkackt. Okay. Wir haben es geschafft. Wir sind endlich raus. Es war durch die endlos langen, verdammten, verkackten Ruinen. Das war jetzt schon lang. Das hat jetzt schon etwas gedauert. Stimmt, Bertie ist unten. Ja, der bleibt ja nicht mehr lange hier. Wir müssen uns beeilen. Ach, stimmt. Ja, Zeitdruck. Zeitdruck. So, und so. Oh, wir haben 71.000, ne? Das läuft. Aufwerten kostet 1.600. Du musst ja wissen, was wir Waffen jetzt haben, Black. Ach so, stimmt. Warte, starte mal. Wir haben jetzt den Insektenteller. Wir haben den Dämonenbogen. Dämonenflegel. Zentaurenlanze. Schuppenaxt. Dämonenschwert. Da hat sich jemand wirklich was einfallen lassen mit den Namen. Ja, also wow. Dämonen und Insekten. Voll das Gleiche, ey. So, dann gehen wir jetzt mal pennen. Und glaub, es gibt Dämonen, die Insekten holy moly, hat der Dungeon lang gedauert, hey. Möchtest du das mal in Zahlen fassen? Der Part dauert jetzt 50 Minuten. ja. Na gut, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Im nächsten Part schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis dann und ciao, ciao. Euer Blacky. Und Ego, ciao, ciao.